Da würde ich mir sowas von in den Hintern beißen, das glaubst du ja nicht so. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Zelda Majora's Mask. Ihr seid wieder da? Das finde ich gut. Karel freut sich auch. Und wir stehen hier nämlich vor Sarkons Versteck. Da hinten kommt er nämlich schon angetippelt. Wir sind immer noch bei Karfais Quest in den letzten Zügen. Wir holen jetzt die Hochzeitsmaske, die andere Hälfte von der Hochzeitsmaske für Karfai. Und zwar hat die der gute Sarkon in seinem Versteck. Den werdet ihr bestimmt kennen, wenn wir ihn gleich mal nah von der Nahaufnahme her sehen. Ich hoffe, dass er uns nicht sieht. Was wäre eigentlich, wenn wir direkt vor seinen... Jetzt direkt vor ihn laufen würden? Würde er uns sehen? Der Typ war ja auch in der Stadt und hat der Oma die Bombentasche geklaut. So, da, er sieht uns hoffentlich nicht. Und jetzt gucken wir mal, was... Wie das Ganze abläuft. Ich hoffe, das schaffen wir gleich beim ersten Mal. So, Sarkon rein, Kafa hinterher. Und wir natürlich auch. Um zu helfen! So, und das habe ich bei den ersten Malen immer nicht geschafft, weil ich das immer verkackt habe. Wir sind jetzt in Sarkons Versteck. Und da ist Karfai. Und um diese Maske scheint es wohl zu gehen, die da liegt. Ah! Da, um diese Maske. Sieh doch, hier ist eine Maske. Ist die Maske der Sonne. Oh, oh. Karfai, das ist aber ein Schalter, ne? Karfai, hallo! Oh, oh! Ich hab's hier gewusst. Und jetzt ist sie weg. Oh, oh. Das sieht nicht gut aus. Jetzt habe ich es geschafft. Ha! Denkste, so. Blöd gelaufen. Stell dich auf diesen Schalter! Was willst du uns etwa vorschreiben, was wir tun sollen? Die Tür bleibt nur so lange offen, solange dieser Schalter gedrückt bleibt. Ach, na gut. Wir sind mal so gutherzig. Und wir dürfen jetzt Karfai steuern. Ja. Wie geht's jetzt weiter? In diesem Raum sollte sich auch eine Vorrichtung befinden, die die Tür öffnet. Oh, die Maske. Ja, die Maske, die fährt immer weiter bis ganz nach hinten. Und fällt hoffentlich nicht in dieses Loch da rein. Schaffen wir das oder schaffen wir nicht? Er versucht sie aus unserer Reichweite zu bringen, um ihr zu flüchten. Wir müssen uns beeilen. So, schnell. Rein hier. Zack. Komm, schnell. Jawoll. Jetzt geht auf der anderen Seite die Tür auf. Es hat keinen Sinn. Dies ist nicht der Schalter. Durchsuche den Raum. Hier muss irgendein versteckter Mechanismus sein. Bitte, bleibt keine Zeit. Oh Mann. Ich mag ihn ja eigentlich, aber haben wir eine andere Wahl? Sollen wir ihm helfen? Ja, mal der Teil würde ihm helfen. Also müssen wir es jetzt auch machen, weil Teil das macht. So, zack. Oh nein. Ah, jetzt geht auf der anderen Seite die Tür auf. Jawoll. Oh, oh, hier müssen wir aufpassen. Die roten Schalter verlangsamen das Laufwort. Nein, Fisch. Oder? Ne, die gelben verlangsamen das. So, jetzt müssen wir aber hier drauf. Und hier. So, eins. Komm. Zwei. Oh, komm. Zwei, so. Dürfen wir echt keine Zeit verlieren, weil jetzt kommt nämlich ein Raum, der ein bisschen kompliziert ist. Oh nein, wie kommen wir denn hier nochmal lang? Fuck, so. Oh fuck, wie war denn das? Genau, und dann hier. Oh, jetzt wird das Laufband ein bisschen schneller. Aber macht ja nichts. Guck mal. Auf den goldenen drauf und zack. Da ist die Maske. Komm hier jetzt hier. Zack. Komm, beeil dich. Du Schüssi. Bam. Das haben wir gut hingekriegt. Wenn wir da durch sind, haben wir es eigentlich schon geschafft. So, Karfai nochmal hier durch. Zack. Hui. Eins. Halt, das nehmen wir hier noch mit. Das nehmen wir noch mit. Wenn schon, denn schon. So, und jetzt auf mysteriöse Weise schon wieder vorne. Und wir haben's zugekriegt. Wuhu. Ich hab die Maske der Sonne wieder. Du hast Karfai geholfen. Es ist noch nicht so spät. Ich muss zurück in die Stadt. Lauf, du kleiner Held. Lauf. Lauf zu deiner Frau. Ja, das ist eigentlich eine wirklich epische Szene. Und wir haben ja noch einen Auftrag, ne? Wisst ihr welchen? Wir müssen die Eilpost noch überbringen. Den Postboten. Und dann haben wir, glaube ich, wirklich alle Masken zusammen. Oder? Was fehlt denn da oben noch? Ah, nee, uns fehlt noch eine Maske. Hä?
Also da oben kommt die Postmütze hin. Da kommt gleich noch eine andere hin. Aber was kommt denn da nochmal hin? Weiß ich nicht. Naja, mal gucken. Wir teleportieren uns jetzt erstmal zurück in die Stadt. La 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 la. Und geben dem Postboten den Brief. Meinst du, das schaffen wir noch? Oh, das wird... Die Zeit wird aber echt knapp. Also wir müssen gleichzeitig die Maske überbringen. Ich meine, die Eilpost überbringen. Und dann noch dabei sein, wie sich Anju und Kaffei trauen. Zu trauen. Wo gehen wir denn jetzt zuerst hin? Ich würde sagen, wir gehen erst zum Postboten. Also Kaffei sollte so um 2.30 Uhr kommen. So, bitte, Herr Postbote, wir haben noch einen Auftrag. Hola, chicas. So, hier. Oh, ich will fliehen. Ach, aber das steht nicht auf meinem Zeitplan. Für mich hat die Zustellungsbahn eine höchste Priorität. So, mein Freund, guck mal, dass du nicht ganz mit deinen Händen in den Tod gehst. Wie traurig eigentlich, ne? Ich will doch nur seinen Job machen. Hier, guck mal, hast du noch. Das ist ein Alpha-Siegel, das ist höchste Dringlichkeit. Ja, dann mach mal. Los, zieh dich um. Ich warte auf dich. So, und jetzt können wir eigentlich vor dem Haus warten, bis Kaffei dann kommt. Bis der Postbote kommt, dann können wir nämlich beides gut überblicken. Oh mein Gott, wird das spannend. Das wird echt mega knapp. Aber ich hoffe, dass es von der Zeit her reicht. Das wäre jetzt echt ärgerlich, wenn das nicht klappen würde. Da würde ich mir sowas von in den Hintern beißen, das glaubst du ja nicht. So, hier müssen wir jetzt warten. Bis Kaffei kommt, bis der Postbote kommt. Aber ich weiß nicht, wer zuerst kommt. Kommt der Postbote zuerst oder Kaffei? Das ist die Frage aller Fragen, meine Damen und Herren von RTL. Ach ja, ist wirklich traurig. Komm, ihr müsst euch mal vorstellen, eine ganz friedliche Stadt. Und dann kommt dieses Horror-Kit. Ach komm mal, da ist ja schon der Postbote, Mensch. Das ging ja schnell. Dann hopp, schnell. Ich will meine Maske. Ich meine diese Mütze. So, und der Mond fällt einfach auf die Erde. Oder auf diese Stadt. Durch das Horror-Kit. Ich weiß gar nicht mehr, was passiert, wenn man das wirklich zulässt. Also, wenn man wirklich noch diese jetzt 4 Stunden 30 abwartet im Spiel. Was dann wirklich passiert. Ob das Spiel dann von vorne startet? Ich weiß das gar nicht mehr. Ob das Spiel dann einfach neu startet? Das kann sein. Ich glaube, das Spiel startet dann nochmal neu. So, bitte schön, Postbote, bitte kommen Sie heraus. Bitte kommen Sie heraus aus der Milchballatte. Heißt doch eine Milchballatte. So. Wann kommt Kaffei? Wann kommt der Postbote? Da. Da ist er. Jetzt kriegen wir die Maske. Na, alles gut überstanden? Guck mal, der ist auch schlau. Ich will raus, ich will fliehen. Nein, er hält mich auf. Hi. Na, alles geschafft? Ich werde fliehen. Das ist ein Befehl der Poststellenleiterin. Nun bin ich frei. Ich werde mir meinen eigenen Zeitplan machen. Zeit. Ich brauche ihn jetzt nicht mehr. Da, nimm ihn. Ba-da-da-da. Du hast die Mütze des Postboten erhalten. Dieser ehrwürdige Hut erlaubt es dir, jeden Briefkasten zu öffnen. Drücke Ziel, um ihn aufzusetzen. Der Zauber der Uniform wirkt auch bei dir. Du hast einem Mann des öffentlichen Dienstes geholfen. Also einem Beamten. Whee! Yay, wow, ich bin frei. Ich laufe durch die Wache durch, mir doch egal. So, Freunde, hier, guckt euch das an. Drei Masken fehlen uns noch. Drei Stück. So, wir gehen hoch zu Anju. Keine mehr, selbst diese fette alte Frau da, die ist auch weg. Und zwar müssen wir hier rein. Hier ist jetzt der Ort des Geschehens. Hier seht ihr schon die eine Maske. Die ein bisschen komisch aussieht. Sie hat, glaube ich, die eine Maske. Ich habe mich entschlossen, auf ihn zu warten. Ich habe ihm mein Versprechen gegeben. Ich habe Vertrauen. Ich glaube ihm. Oh, Gänsehaut pur jetzt, ey. Aber bevor wir das machen, räumen wir nochmal die Kiste hier aus. Und da ist nochmal ein fetter Hunderter drin, ey. So, Kaffei müsste jetzt auch gleich reinkommen und wir gucken uns das mal von Weitem an. Man sieht, draußen wird es langsam hell. Es fängt schon an zu dämmern. Die beiden werden sich jetzt hier gleich trauen und auf die Dämmerung des vierten Tages warten.
die leider keiner mehr miterleben wird. Schade. Und das finde ich halt wirklich so, so krass, weil das könnte auch wirklich im echten Leben vorkommen. So eine Geschichte. Also man sieht sich jahrelang nicht und man ist verliebt und dann wird er irgendwie, keine Ahnung, durch einen Unfall im Chemielabor, keine Ahnung, man wollte ihn klonen und was ist passiert? Genau, er ist ein Kind geworden. Und trotzdem lieben sie sich. Es kommt ja nicht auf die Größe an. Ha, 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 Augenzwinkern. Und, so, ist Kaffee doch aber gleich kommen, oder? Kaffee? Hallo? Ich glaube, der kommt, wenn wir noch 2 Stunden haben. Nein? Wann kommt der denn? Kommt der gar nicht? Habe ich einen Fehler gemacht? Ah, nee, da kommt er. Habt ihr ihn gehört? Ich glaube, ich hab ihn gehört. Da kommt er. Öffne dich! Da ist er, guck mal! Hui! Und jetzt, Leute. Absolute Gänsehaut. Da ist die Maske, die wir schon vorher gesehen haben. Ich kenne dich. Welch ein vertrautes Gefühl, vor langer Zeit, ja. Wir waren noch Kinder. Wir haben uns ein Versprechen. Habe ich nicht recht? Nee, wir gaben uns ein Versprechen, habe ich nicht recht? Die Masken der Sonne und des Mondes. Wir wollten sie am Tag des Karnevals austauschen. Ich fühlte mich so glücklich. Oha, Anju, verzeih mir, dass ich so spät bin. Willkommen zu Hause. Oh, ist ja traurig. Sehen aus wie Mutter und Kind eigentlich, ne? Zwar sind sie ein Liebespaar, doch sehen sie aus wie Mutter und Kind. Ja, hab ich gesagt. Das ist mein Text. Lass uns nun die Masken austauschen. Und was erscheint? Genau. Die Maske der Liebenden, glaube ich, oder heißt die? Weiß ich nicht. Wir haben unseren Eid erfüllt und sind nun ein Paar. Du bist unser Zeuge. Bitte nimm diese Maske als Zeichen unserer Dankbarkeit. Oh yeah. Die Maske der Liebenden, genau. Ein Symbol der Unzertrennlichkeit zweier liebender Herzen. Such dir einen sicheren Ort. Wir kommen schon zurecht. Wir werden zusammen die aufgehende Sonne begrüßen. Die beiden haben dir eine Maske gegeben. Das wurde im Notizbuch vermerkt. Und das war Kaffees Quest. Und jetzt brauchen wir noch deren 2 Masken. Aber ich bin am überlegen, was fehlt denn hier noch für eine Maske? Sag mir das mal. Fehlt da nicht noch... Ah, ich weiß, glaube ich. Aber das machen wir auch bei einem neuen Tageszyklus. Jetzt haben wir eigentlich alles erledigt zu Kaffees Quest. Und wir werden... die aufgehende Sonne wiedersehen bei der Dämmerung des ersten Tages. Da machen wir dann weiter im nächsten Part. Bedanke mich für euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Ciao, euer HSPLP.